Los geht's! Komm, gib auf! Nee. Gib du auf! Nie im Leben! Komm, gib auf! Nein! Komm, du kannst doch nicht mehr, sehe ich doch! Du kannst nicht mehr. Ich kann das hier noch 2 Stunden weitermachen. Diese kleine Challenge zwischen uns, die wir gerade gesehen haben, verlangt Ausdauer, Durchhaltevermögen und im wahrsten Sinne des Wortes einen langen Atem. Keine von uns beiden wollte aufgeben und hat eigentlich nur darauf gehofft, dass der anderen irgendwann die Puste ausgeht. Nicht nur für sportliche Aktivitäten ist der Atem wichtig. Atem holen ist lebensnotwendig. Wir tun es ständig. Einatmen, ausatmen. Wir können es bewusst tun, wenn wir zum Beispiel beim Sport oder bei bestimmten Entspannungsübungen unsere Atmung kontrollieren. Oder eben unbewusst, wie wir es die meiste Zeit tun. Atem holen wir nicht erst für unseren Weg. Atem holen wir immer, auch im Schlaf, wenn wir ruhen und uns nicht bewegen. Der Atem ist ein wesentliches Zeichen unserer Lebendigkeit. Ansprechbarkeit, Schlagaderblutung, Atmung und Herzschlag. Das checke ich erstmal, wenn jemand verletzt ist. Ohne Atem geht schnell gar nichts mehr. Atmen bedeutet Leben. Babys, wenn sie geboren werden, schreien. Das heißt, sie leben, sie atmen. Von Sauerstoffgeräten, die künstliche Beatmung möglich machen, mal abgesehen, gilt für den Atem eines: nicht zu kaufen, nicht zu leihen. Im 1. Buch Moses, Kapitel 2, Vers 7, in dem es um die Schöpfung des Menschen geht, heißt es: Da machte Gott, der Herr, den Menschen auf Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in die Nase. Nach diesem biblischen Verständnis erweckte der Geist Gottes den Menschen zum Leben, indem er ihm den lebensnotwendigen Atem einhauchte. Was uns der Schöpfungsbericht verdeutlicht, ist, dass uns der Atem und damit das Leben geschenkt ist. Der Refrain des Liedes "Gott gab uns Atem" lautet: Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen, dass wir uns sehen. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehen. Doch für viele Dinge auf dieser Erde brauchen wir sprichwörtlich einen langen Atem. Zum Beispiel jetzt in dieser herausforderungsvollen Zeit, wo das Coronavirus unser ganzes Leben einschränkt. Was für uns sonst so selbstverständlich war, ist nun nicht mehr einfach möglich oder sogar verboten. In den letzten Monaten mussten wir viele Entbehrungen hinnehmen und trotz vieler Lockerungen derzeit müssen wir immer noch mit Veränderungen leben. Wir müssen weiter durchhalten angesichts der anhaltenden Kontaktbeschränkungen, den geänderten Regeln und dem Tragen eines Mundschutzes zum Beispiel und vielen anderen Dingen. Wir müssen weiterhin einen langen Atem beweisen. Für dich, für mich, für uns alle. Wir müssen füreinander da sein, auf Abstand. Und wir müssen durchhalten über eine ziemlich lange Zeit. Aber woher holen wir diesen Atem, die nötige Puste? Vielleicht in der Gewissheit, dass die ergriffenen Maßnahmen bis jetzt Wirkung gezeigt haben. Zustände wie in den umliegenden EU-Ländern, wie Italien, Frankreich, Spanien oder Großbritannien, konnten hierzulande glücklicherweise verhindert werden. Etwas aufatmen und neue Luft tanken lassen uns auch die Lockerungen, die uns zumindest ein Stück weit Normalität wieder zurückgeben. Wir dürfen uns wieder mit Menschen eines anderen Haushalts treffen. Schüler dürfen schrittweise wieder zurück in die Schulen. Restaurants dürfen wieder öffnen. Auch der Friseurbesuch ist wieder drin. Und glücklicherweise sind auch Besuche in Altenheimen wieder gestattet. All dies und noch vieles mehr ist nach langer Zeit wieder möglich. Wenn auch immer noch unter bestimmten Auflagen und mit gewissen Einschränkungen. Dennoch bedeutet all dies immer noch nicht, dass wir über den Berg sind und es geschafft haben. Wir brauchen weiterhin Geduld, Ausdauer und einen langen Atem. Vielleicht können wir diesen nötigen Atem aber auch im Innehalten und der Entschleunigung holen, die die Corona-Pandemie ebenfalls mit sich bringt.
Viele haben mehr Zeit für sich und ihre Familien. Wie oft hatten wir uns das vor Corona vorgenommen? Vor uns liegt ein Sommer, der anders sein wird als all die anderen Sommer. Der länger sehnte Sommerurlaub wird anders ausfallen müssen. Auf die Grillpartys, Festivals und Großevents müssen wir verzichten. Dennoch kann es ein Sommer werden, der uns Zeit und Muße schenkt. Nutzen wir diesen zum Durchatmen und zum Atemholen.